jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Versionen von diesem Spiel gibt es eigentlich? Gefühlt erschien eine Version im Prinzip für jedes denkbare System der Zeit und alles basierte auf einem Arcade-Spiel. Logisch, dass es dann auch seinen Weg auf den grauen Handheld von Nintendo geschafft hat. Wie schlägt es sich dort? Wurde es vernünftig portiert? Was taugt Adventure Island für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien bei uns 1992 und wurde natürlich von Hudson programmiert und auch veröffentlicht. Das Spiel ist seit 2011 auch auf der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich. Die Prinzessin Leilani wurde von einem bösen Hexendoktor entführt. Ihr wisst, was das bedeutet. Auf in die Südsee und wir müssen die holde Dame natürlich erretten. Wie die anderen Portierungen erwartet euch natürlich auch hier ein klassischer Plattformer. Ihr steuert den Helden namens Higgins in seiner Grasunterhose durch die Level und weicht springend Hindernissen aus. Um Gegner zu erledigen, könnt ihr jedoch nicht einfach Mario-mäßig auf die Fieslinge springen, sondern könnt diese nur mit Upgrades erledigen, die ihr in den Eiern finden könnt. Die Basiswaffe ist dabei eine Wurfaxt, die ihr eigentlich ganz gut spammen könnt. Als Upgrade dazu bekommt ihr noch einige Reittiere, wie Dinosaurier oder ein krasses Skateboard. Diese verschwinden jedoch, wenn ihr einen Gegner berührt und dann seid ihr wieder auf eure Wurfaxt angewiesen. Als Besonderheit des Spieles ist da euer Lebensbalken unten. Dieser leert sich automatisch und muss durch das Einsammeln von Früchten in den Leveln immer wieder aufgefüllt werden. Dieses dient dann quasi als eine Art extravagante Zeitbegrenzung. Aber gut, so viel zu den Basics. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen. Wie spielt sich das Ganze? Das allgemeine Spielgefühl ist schon etwas anderes als auf Standardplattformer. Alles wirkt irgendwie flotter. Das liegt auch an den sehr geradlinigen und eher kurzen Leveln. Die meisten Abschnitte könnt ihr in ca. 90 Sekunden mindestens locker durchspielen. Auch die Gestaltung der Level ist durchaus abwechslungsreich, da ihr über verschiedene Inseln reist. Nur die Gegner sind relativ eintönig und es existieren meist auch nicht allzu viele in einem Level. Am Ende jeder Insel gibt es natürlich einen Boss. Insgesamt erwarten euch auf 5 Inseln 4 kurz knackige Level. Hier und da gibt es natürlich auch einige kleinere versteckte Abschnitte zu entdecken, welche euch dann Bonuspunkte, Leben und so weiter bescheren. Allgemein ist der Schwierigkeitsgrad nicht gerade hoch und alles lässt sich relativ locker herunterspielen. Leider gibt es aber kein Passwortsystem oder ähnliches, aber naja, die Level sind ja auch nicht gerade lang. Die Grafik sieht ordentlich aus, ist jetzt meiner Einschätzung nach aber auch nicht wirklich was Besonderes. Der Stil passt, aber gefühlt hätte man etwas mehr in den Animationen machen können. Aber immerhin sind die Level recht abwechslungsreich gestaltet. Die Musik untermalt das Spielgeschehen in passend fröhlicher Natur und die Soundeffekte sind im Prinzip exakt das, was ihr von ihnen erwartet. Hier gibt es sicherlich keine Experimente. Was taugt Adventure Island für den Game Boy also heute noch? Euch wird hier auf jeden Fall ein sehr solider Plattformer geboten. Zur absoluten Spitzenklasse auf dem System reicht es sicherlich nicht, aber man kann das Spiel super herunterspielen und es fällt kein großer negativer Punkt auf. Eine Empfehlung von meiner Seite aus. Das war der Test zu Adventure Island für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.